So, nach dem Hausboot und die Wasserfälle sind wir am Hellfeuerpass Museum. Wir werden jetzt dann den Hellfeuerpass besuchen. Das ist auch wieder Teil von der Bahnstrecke vom Riffergweih. Das ist die alte Bahnlinie. Also die Treppe. Da hinten liegt Birma und dann Nebel. Und das ist die alte Bahntreppe. Er war ein Arzt, ein Doktor. Er sagte zu den Japanern, die Kranke, die Verletzte, bitte sie nicht stehen lassen. Mit Schleppen, ich und meine Kollegen machen sie kommen. Wenn sie etwas gesünder sind, natürlich, die harte Arbeit schaffen sie nicht. Aber kochen, sauber machen, schaffen sie das. Dann haben die gesunde, saubere Lage zum Schlafen, mehr zum Essen, dann können sie besser arbeiten. Dann waren sehr viele überlegt von seinen Ideen. Und er war immer am Morgen früh aufgestanden, nur abgezählt, wie viele hatten die Japaner weg von der Lage gehabt. Und dann nochmal spät am Abend nach Zählen. Hey, Foreigner! Letzte September, wenn ich saß, liebe der Treffraum mit den gelben Fahnen da drüben. Ja. Und die abungelosen Fahnen, alle weg zu dem Wasser gekommen. Oh ja. 1993. War das Wasser bis zu den Felsen, hinter den Kassieren. Ja. Wenn wir mit dem Zug hier rüberkommen, am weißen Felsen da vorne, sieht man Wasserstand. Ja, man hat es nicht.
das Original, ne? Guter Hülle an der Bahnlinie. Ah.